der Part richtig losgeht mit Super Mario Bros. Wonder, bin ich tatsächlich nochmal zurück in Welt 3 gegangen und nochmal in diese Villa gegangen. Vielleicht hat das ja damit was zu tun, ich habe gar keine Ahnung. Vielleicht fehlt uns hier irgendwas, dann könnten wir die Welt sogar abschließen, keine Ahnung. Oh, du bist zurück, das hatte ich nicht erwartet. Wünschst du, dich noch über schwierigen Prüfungen zu stehen, ja? So soll es sein, ich werde dir einen geheimen Pfad am Wasser veröffnen, viel Vergnügen. Pfump! Und weg ist er. What? Könnte nur sein. Es hat tatsächlich was damit zu tun. Weil ich habe mir nämlich gedacht, da unten... Ja. Oder nee, warte mal. Das ist ja nur die Spezialwelt. Aber was fehlt mir denn hier? Ich habe gar keine Ahnung. Also ich komme im wahrsten Sinne des Wortes, ich glaube, ich muss das nachschlagen. Das allererste Mal, also das zweite Mal eher gesagt. Das andere Mal muss ich tatsächlich nachschlagen. Wo was ist? What the hell? Okay, das ist extrem weird. Ich werde tatsächlich dann mal gerade nachsehen, was es damit auf sich hat. Muss ich dazu noch was sagen? Ich habe jetzt ungelogen minutenlang versucht zu finden, warum mir ein Wundersamen fehlt. Und ich habe gerade die ganze Zeit dieses Level übersehen. What? Also, meine Unfähigkeit ist echt nicht zu übertreffen. Das kannst du doch niemandem erzählen. Oh Gott. Was muss man hier machen? Anscheinend muss man hier diese Blüten einsammeln. Oh, geh doch da hoch. Jetzt stress mich nicht deswegen. Ja, also das mit dem Poplin-Haus da oben, also mit dieser Villa da oben, war tatsächlich Zufall. Und dass da der Eingang zur Spezialwelt ist, ist mir tatsächlich ein Wunder. Aber gut versteckt. Kann man sich eigentlich selber denken. Also der ist hier oben. Also, aber trotzdem, es ist... Ja, leider meine Schuld. Und da taucht doch jetzt endlich die Nachricht auf. Schaut euch meine Dummheit bitte nicht von mir ab. Ja, da ist auch dann endlich der Haken dran. Meine Güte. Dann kann es auch endlich mal mit... kann ich mich nicht da zu einem Laptop teleportieren, damit es schneller geht? Ja. Dann geht es jetzt endlich auf zu Welt 5. Denn da wollten wir eigentlich hin. Und by the way, ich heiße euch auch offiziell herzlich willkommen zu Super Mario Bros. Wonder, zu diesem Part. Tut mir leid, dass es so chaotisch anfängt. Es ist halt einfach meine eigene Dummheit. Die ist einfach nicht zu überbieten. Naja. Gehen wir jetzt zur Fungimine. Scheint, wie es aussieht, eine Giftwelt oder sowas zu sein. Oder halt eine Untergrundwelt. Mal schauen. Endlich, die Fungimine. Hier soll es ja auch einen Königssamen geben. Aber ich weiß nicht mehr ganz genau, wo. Und die Karte hilft da auch nicht weiter. Oh, was? Oh, diesmal geht's aber nach unten. Sprechen wir doch mal mit den Poplins, die hier leben. Vielleicht haben sie eine Idee. Alles klar. Machen wir das doch mal. Freundlicher Poplin-Haus. Es scheint niemand da zu sein. Oh, eine Nachricht, was da wohl steht, lesen wir mal.
Willkommen in der Fungimine, der Fundgrube für funkelnde Fundstücke. Tja, so würde ich normalerweise unsere Besucher begrüßen. Doch es ist etwas Schlimmes passiert. Keine Zeit, in der Mine zu arbeiten. Ich muss das alles irgendwie in Ordnung bringen. Daher mache ich mich jetzt auf den Weg. Wer immer dies liest, bitte kommt und helft, wenn ihr könnt. Nehmt diesen Wundersamen hier und kommt zur Brücke. Ich bitte euch, gezeichnet freundlicher Poplin. Oh je, das klingt ernst. Nehmen wir den Wundersamen und gehen wir gleich zur Brücke. Ich bin allein zu Hause. Ich bin so einsam. Tja, da hat sich wohl dein Besitzer alleine gelassen. Du arme Sau. Zwar, ich habe eine Frage, die brauchen ja auch irgendwie bestimmt Nahrung oder so zu leben. Trinken die einfach Wasser oder was? Ach, keine Ahnung. Könnte alles sein. Was mache ich denn nur? Oh, mein Wundersamen. Oh, es ist, habt ihr sicher die Nachricht in meinem Haus gelesen? Bitte sagt mir, dass ihr mir helfen werdet. Tja, meine Freunde sind losgegangen, um in der Mine zu arbeiten und niemals zurückzukommen. Sie wollten tiefer hinunter als sonst, um nach einem Königssamen für den Prinzen zu suchen. Aber so tief unten ist es auch ziemlich gefährlich. Ich muss ihnen helfen, bevor ihnen etwas zustößt. Was sagst du? Sie haben sich in Gefahr gebracht, weil sie mir und dem Blumenkönigreich helfen wollten? Da können wir ja unmöglich einfach tatenlos daneben stehen. Retten wir sie. Vielen Dank, Prinz Florian. Dafür muss ich zuerst die Brücke reparieren. Dazu fehlen mir nur Blumenmünzen. Hättest du welche? Klar, 10 Stück, Alter. Hier, das sind Almosen. Die zauber ich aus der Tasche her. Ja. Vielen Dank, das ist genau das Geld, was mir gefehlt hat. Los geht's. Ui, Ehrenmann. Die Apparatur ist abgeschlossen. Ah, das hätte ich fast vergessen. Ich habe hier etwas Wichtiges für dich. Hier, nimm dieses Füllerabzeichen. Das ist etwas ganz Besonderes. Es wird dir sicher sehr nützlich sein. Oh, yeah. Oh, das Füllerabzeichen. Das spürt Sachen auf, die wir finden wollen, richtig? Damit können wir herausfinden, ob sich Wunderblumen oder ähnliches in der Nähe befinden. Soll sich hier... Oh, wenn mir das jetzt hier schon direkt angeboten wird, dann sollten wir das am besten mal aktivieren. Alles bereit? Dann beginnen wir mit den Rettungsmissionen. Wie süß er da wegläuft, diese Geräusche. Okay. Die ersten Level sind hier. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen mal mit dem hier an. Hoch und runter im Pilzforst. Obwohl, warte mal, sieht nach einem Level aus, wo wir das jetzt nicht brauchen. Ja, ich denke, was bringt das denn ganz genau? Ich spüre wichtige Items in der Nähe, etwa Wunderblumen oder 10 Wunder... Ja, okay, gut, ne? Wenn da keine, obwohl, ne, warte, 10er-Blume, doch. Aber weißt du was, das ist eigentlich voll lame. Ich glaube, ich nehme die falsche Mütze. Ich glaube, hier ist die ganz gut aufgehoben, wie das Thumbnail schon sagte. Okay, da wollen wir mal. Wir bekommen den Bohrerpilz. Na, bleib hier! Alter, wir haben hier fast entwischt. Okay, die Gegner mal wieder. Diese Bambus-Gegner. Jede Menge Kürbisse. Da hat sich wohl Nintendo von etwas abgeschaut. Hm? Von New Super Mario Bros. Wii. Da gab es da sogar ein ganzes Biom. Eine ganze Welt sogar mit den Dingern. Da hat sich Nintendo wohl inspirieren lassen. Na komm schon. Das kann doch nicht so wahr sein. Jetzt aber. Wow, euch gibt's ja auch noch. Voll vergessen. Aber kann ich die nicht da so von unten killen? Tatsache. Ob ich auch mal so groß sein werde? Wenn du groß und 4 bist, dann ja. Okay.
Oha. Oh, ich dachte, man kann jetzt hier One-Ups haben, aber anscheinend doch nicht. Naja. Macht aber Spaß, hier rumzurupsen. Da war eine Münze drinne. Okay. Okay. Hier ist nichts. Okay. Okay, da oben sind jetzt nur Münzen. Wo sind eigentlich die Gegner hin? Die sind doch gerade hier gespawnt. Warte mal, ich habe ja auch eine, by the way, eine Idee. Okay, doch nicht. Hätte hier oben hätte was sein können. Aber so sah es nicht aus. Diese Blumen sind auch wirklich überall. Oh, was ich jetzt zu essen hatte. Ich hatte heute schönes Käsebrötchen und Müllermilch. Und leckere Pilz Gyrospfanne. Und Scheiße, ich wollte das Ding mit nach oben nehmen. Da habe ich außerdem geduckt, Mann. Das wollte ich doch gar nicht. Ja. Jedenfalls Pilz-Kürbis-Pfanne. Richtig geil, by the way. Power jetzt eh nichts, ne? Also ich glaube zumindest, dass Storm jetzt nichts war. Ah ne, da war ich halt drinnen, ne? Da war die erste Münze drin. Warte mal, hier oben ist doch was. Hier oben ist doch was, Mann. Hab ich's doch gerochen. Achso, nee, da war ein Ausgang. Achso. Ich dachte, ich hätte zwar das Obersecret gefunden, aber nein. Nintendo lässt mich einfach nicht. Dann halt nicht. Na dann, dann spielen wir einfach weiter. Hier war, glaube ich, nichts. Okay. Hier sind wir gestorben. Diese Pflanze bringe ich jetzt aus Prinzip um. Ah, hier oben ist aber was. Da muss ich da irgendwie drankommen. Aber warum? Ich hoffe, dass da oben jetzt keine Münze oder so war. Aber kann ich da oben einfach hinfahren? Nee. Ich vertraue dem jetzt das Ganze jetzt mal, dass da oben nichts war. Okay, da oben war nichts. Okay. Sonst wäre die zweite Münze da gewesen. Aber die war ja hier. Schöner Hintergrund, by the way. Hat was. Ja, also keine Ahnung. Generell was Gemüse anbelangt. Meiste ist eigentlich ziemlich lecker. Und geil. Und lol. Das ist so dumm, Alter. Und diese Kürbisgesichter, die stammen auf jeden Fall von Super Mario Galaxy. Weil die Gummers hatten das ja damals auf. Ich merke schon, die holen sehr vieles aus Mario Galaxy zurück, habe ich das Gefühl. Ich glaube, die Entwickler waren ein echter Fan von Mario Galaxy. Das fällt mir echt
extrem auf. Oh yeah! Check that body! Oh! Es ist halt so dumm. Du bleibst jetzt so still mit, aber ich genieße das gerade vollkommen. Weil es so geil ist. Bald ist ja auch Halloween, das passt ja eigentlich. Oder wenn der Part rauskommt, ist schon Halloween. Wer weiß, vielleicht passt das ja sogar Faust aufs Auge, wenn der Part rauskommt. Mal schauen. Und wir haben tatsächlich alles. Oh yeah. Sehr nice. Aber war mal wieder sehr cool auf jeden Fall. Feiere ich übelst. Aber mich erfreut das auf jeden Fall immer wieder aufs Neue, was sich die Entwickler einfallen lassen. Für coole Level-Ideen. Obacht vor dem Baumel-Gifttümpel. Okay. Das hört sich nach Gift an. Ja, hier ist Gift. Aber, voll komisches Gift. Ach du Kacke. Aha. Ah, und den kann man sich dranhängen. Hallo. Hm. Aber dieses aber das da unten sieht richtig geil aus irgendwie. Hat irgendwie was. Oh shit. Da möchte ich mich schon noch dran hängen. Aha, hier oben ist eine Röhre. Oh shit. Hahaha, und ich falle runter. Das glaubst du wohl auch selber nicht. Und ich komme da nicht mehr hoch. Obwohl, doch, warte mal. Oder doch nicht, weil ich der größte Lappen bin. Was ist denn mit mir los? Ich falle ja nur noch rum. Das kann doch nicht wahr sein. Aber es ist leider wahr. Na dann halt von vorne. Ja, hallo. Jetzt bin ich ganz allein. Dann, keine Ahnung. Geh da weg. Pflanzen könnt ihr euch doch bewegen oder nicht. Na dann, ach, die Musik ist aber richtig cool. Okay. Ich muss tatsächlich aber auch sagen, Nintendo hat es auch eigentlich richtig drauf, hier Level zu sein. Das ist halt es ist halt lame. Ich will nicht mehr. Wah. Was? Wah. Ich bin mal zu Luigi geworden. Wah. Ich muss die alle killen. Dann kommt der Wunderblume. Was?
Wie viele Wundersamen aus der Fungimine hast du? 2? Diese Mapboss 3 Musik ist richtig geil. What the fuck? Wie führt man eine Stampfattacke aus? Ja, hiermit. Okay. Ey, aber es ist richtig cool gemacht. What the fuck? Mit welchen Münzen zahlt man im Laden? Mit den Blumenmünzen. Ey, wie geil ist das schon gemacht, Alter? Wo hast du Meister Poppins Prüfung absolviert? In den Güldenfällen. Ja, hallo? Hey, wie geil ist das, bitteschön? Ey, sowas finde ich echt cool gemacht. Dass sie selbst sowas einführen. Boah, ich hoffe nochmal, es kommt nochmal so ein Quiz. Das wäre richtig geil. Irgendwie hat das was. Oh scheiße, jetzt komme ich da auch nicht mehr dran. Ich glaube, da oben war nichts Wichtiges. Ich habe irgendwie Schiss. Aber auch diese Mapos, also die nutzen sehr viele alte Tracks. Das ist sehr nice. Gefällt mir wirklich sehr. Kannst du mal hier bitte eins drauf fallen lassen? Danke. Hier ist nämlich eine lila Münze drin und die muss ich, glaube ich, einfach nur so machen und dann habe ich sie auch. Oh yeah! Ja, ich finde es einfach cool, wie die Entwickler einfach sehr viel Liebe zu den alten Games zeigen, vor allem zu der Musik. Ist wirklich eine tolle Sache. Oh, da oben wäre noch was gewesen. Aber was soll denn bitte schon da gewesen sein? Ich meine, wir haben noch alle Münzen, oder nicht? Oder stehe ich jetzt hier auf dem Schlauch? Kann natürlich beides sein, ne? Ne, ich glaube, wir haben da alles. Ja, wir haben da alles, okay. Gut. Ich mal sagen, machen wir das hier noch. Oh, wieder so ein Musikraum. Cool. Ah, wie cool. Oh, ich muss die von hinten killen. Diese Musik ist so geil. Oh, dass am Ende immer so ein Drop kommt, das ist so geil, Mann! Ja! Alright. Also Nintendo kommt auf jeden Fall mittlerweile wieder auf den richtigen Pfad. Da bin ich auf jeden Fall... Oh... Was sehen meine Augen denn hier? Ein Geisterhaus. Oh. Ja, ich würde mal sagen, damit machen wir auch im nächsten Part weiter, denn wir werden jetzt erstmal die Party beenden. Kommentiert, liked und abonniert meinen Kanal. Aktiviert die Glocke, damit ihr auch nichts auf jeden Fall verpasst. Und wenn ihr auch nicht gegruselt werden wollt. Wow. Bis dann und ciao.